Tschüss Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Legend of Zelda Wind Waker. Boah, ich kann es nicht lassen, ich muss einfach noch ein Part machen. Es macht gerade so einen Spaß und ich bin gerade so gebasht von der Story, dass es mich dazu einfach gerade bringt, es weiterzuspielen. Sorry, aber... Was heißt sorry? Es macht gerade einfach Spaß, es ist zwar Angst, aber es ist mir vollkommen egal. Das Spiel lässt mich gerade die Zeit vergessen. So. Wir haben anscheinend Zelda gerettet und Zelda sieht irgendwie, ja, man hätte sie so nicht erkannt, außer an den Haaren. Ich zumindest nicht. Da kommt man nicht drauf. Man kommt nicht drauf, dass das Zelda sein soll. Ich denke mal, die wird sich gleich enttarnen. Wir sind zurück im Schloss. Eigentlich ist das Schloss der Zelda zu Hause. Demnach ist sie gerade wieder zu Hause. Die Prinzessin. Und die Stimme kann aus diesem Raum kommen. Du hast es also... Du hast es gewagt, meinen Stein ohne Erlaubnis zu benutzen? Diesen Stein habe ich aus... Gossipstein schleifen lassen, der seit jeher innerhalb der Königsfamilie von Hyrule vererbt wurde. Du hast ihn machen lassen? Aus Gossipstein? Der Königsfamilie von Hyrule? Ich verstehe kein Wort von dem, was du sagst. Ihr habt es doch bestimmt schon einmal gehört, oder? Die Legende vom Helden, welcher vom Königreich die Rede ist. Dem die Kräfte der Götterin. Ja, das war damals der Link von Ocarina of Time, der das Böse gebannt hat. Würde ich jetzt mal so sagen, aus der Legende. Und genau jenes Königreich, das jetzt jene Ort, an dem ihr euch jetzt gerade befindet. Das hier ist Hyrule. Und ich bin der König dieses Landes. Daphnos Johansen von Hyrule. Rocky, kommt dir meine Stimme nicht bekannt vor? Ich war es, der dich hergeführt hat. Der Rote Leuenkönig. Wärst du mit Hilfe des Masterschwerts in der Lage gewesen, gerne zu bezwingen, hätte ich mich dir nicht offenbaren müssen, aber nun... Doch wie dem auch sei, ihr beiden müsst mir erst einmal gut zuhören. Vor langer Zeit hatte gierige Gen sich den Kräften der Götter verzehrt dieses Land Hyrule in ein Reich der Finsternis verwandelt. Ja, das waren damals die Geschehnisse in Ocarina of Time. Meine Kraft reichte nicht aus, ihm Einhalt zu gebieten. Und so konnte ich nur beten und dieses Land seinem Schicksal überlassen. Die Götter erhörten mein Flehen und schickten eine Sintflut, die gerne mitsamt Hyrule auf den Grund des Meeres verbannte. Und ab hier beginnt Legend of Zelda Wind Waker. Doch verbannt man ein ganzes Volk eines Landes, dann ist gewissermaßen so, als hätte man es ausgelöscht. Deswegen haben die Götter, bevor sie das Bannsiegel erschufen, Nachfahren auserwählt und ihnen aufgetragen, in die hohen Gebirge zu fliehen, um dort eine Zivilisation zu gründen. Diese Nachfahren waren eure Vorfahren. Seitdem sind viele Jahrhunderte vergangen. Und wäre gerne nicht wieder auferstanden, dann wäre auch Hyrule niemals aus dem ewigen Schlaf erwacht. Tetra, tritt vor mich. Dieser Halsschmuck, den du trägst, ist das Triforce der Weisheit und ein seit jeher überlieferter heiliger Familienschatz des Königshauses. Deine Mutter, die mir die Bitte überreicht, stets gut auf ihn aufzupassen. Oder täusche ich mich etwa? Dieses Triforce selbst ist Teil der Kräfte der Götter, die wir so sehr von Ganondorf zu bewahren versucht haben. Die Götter haben es deinen Vorfahren anvertraut und ihn aufgetragen, es vor der Macht des Bösen zu verteidigen.
Und du musstest diesen Kodex aus alten Tagen entsprechend aufwachsen. Lass mich dir offenbaren, warum. Kommt euch das bekannt vor? Das Triforce der Weisheit. Ich... In deinen Adern fließt das Blut der Königsfamilie von Hyrule. Du bist die legitime Thronerbin dieses Landes. Du bist Prinzessin Zelda. Zelda? Ich bin eine Prinzessin? Sie scheint ja gar nichts verloren zu haben. Deine Verwirrung ist nur allzu verständlich. Waki? Ich bin untröstlich, dich in all dies hineingezogen zu haben. Aber jetzt, wo er weiß, dass Tetra in Wirklichkeit Zelda ist, wird Ganon alles daran setzen, sie zu finden, um sich die Kraft der Götter zu bemächtigen. Wenn es erst so weit kommt, ist nicht nur Hyrule verdammt, sondern auch deine Welt wird für immer in Finsternis gestürzt. Waki, bitte hilf mir noch einmal. Ich hege einen starken Verdacht, was der Grund für die Schwächung des Masterschwerts sein könnte. Bitte kehre wieder auf die Welt oberhalb des Meeres zurück und verhilf dem Masterschwert wieder zu seiner alten Stärke, das Böse zu verbannen. Aber natürlich doch. Zelda. Es wäre zu gefährlich für dich, dich in unserer Sache anzuschließen. Glücklicherweise weiß Ganon noch nicht von diesem Ort. Bitte verweile hier und erwarte unsere Rückkehr. Waki, wir brechen auf. Waki. Ich bin leider nicht so gut mit Worten, aber... Es war meine Schuld, dass du und Ariel so viel Leid erdulden musstet. Verzeih mir bitte. Er lächelt einfach. Ach, Link. Waki. Bitte pass auf dich auf. Das heißt, die ganze Zeit war unser rotes Boot da oben, der Leuenkönig. Das heißt, der König von Hyrule hat uns die ganze Zeit auf unseren Abenteuern begleitet. Also darauf muss ich sagen, wäre man niemals gekommen, dass dieser Typ der Leuenkönig ist. Der König von Hyrule. Wer hätte das gedacht? Fuck. Lausche aufmerksam meinen Worten. Dass das Masterschwert die Kräfte verloren hat, das Böse zu verbannen, kann nur eins bedeuten. Den Weisen, die als Medium zu den Göttern fungieren und deren Kraft das Schwert speist, muss irgendwas zugestoßen sein. Die beiden Weisen befinden sich im Sivir-Tempel im Norden und im Terra-Tempel im Süden Hyrules, wo sie jeweils den Göttern ihre Gebete darbringen. Du musst diesen beiden Tempel aufsuchen, herausfinden, was die Weisen zugestoßen ist und dem Schwert wieder seine alte Stärke zurückgehen, das Böse zu verbannen. Leider verhindert der Bannkreis den Ganon hier in Hyrule rechtzeitig, dass du die Tempel von Nios erreichen, aufsuchen kannst. Naja, den Bannkreis haben wir gesehen, als wir rausgelaufen sind und ja in die Welt vorstoßen wollten. Allerdings gibt es hier einen weiteren Eingang zu den Tempeln, und zwar hoch oben in den Bergen. Und diese Berggipfel sind nun oberhalb des Meeres zu Inseln geworden.
Die beiden Orte habe ich dir üblich auf der Seekarte eingezeichnet. Oh, danke. Also dann, wenn wir hier noch länger verweilen, erfährt der Feind noch von Zeldas Existenz. Lass uns unverzüglich auf die Oberwelt zurückkehren. Sind das vielleicht die letzten beiden Dungeons, die ich bewältigen muss? Na, vielleicht ein bisschen schade, dass das Spiel so wenig Dungeons hat, aber ja. Dafür ist es verdammt geil. Die Story, ihr könnt euch gerade nicht vorstellen, wie sehr ich von der Story gerade gebasht bin. Das ist Hammer. Ich bereue es mittlerweile kein Stückchen, damals viel Geld für dieses Spiel investiert zu haben. Es ist einfach, es ist ein Traum, es ist ein Traum. So, mal überlegen, welchen Tempel nehmen wir zuerst? Lucky, kennst du die Legende vom Helden der Zeit? Vor langer Zeit bezwang er die schrecklichen Genen und brachte Hyrule wieder in Frieden. Ja, Ocarina of Time. Und genauso wie in Zelda ruht auch das ein Teil des Triforce. In dir ein Teil des Triforce. Sein Triforce war das Triforce des Mutes. Als jener Held, der durch die Zeit reiste und zu Hyrule zurückfließ, verließ auch das Triforce den Helden, zerbrachen 8 Splitter und verstreut sich in alle Welt. Ja, irgendwie weil das, ich werde es euch erklären. Leider kann ich dir nicht sagen, wo du diese Splitter finden kannst, aber ich bin mir sicher, sie ruhen irgendwo in diesem großen, weiten Meer. Das Triforce des Mutes ist der Schlüssel, um den Eingang nach Hyrule erneut zu öffnen. Du musst es unbedingt finden. Irgendwie, wenn man das Triforce berührt, dann hat man ja einen Wunsch frei. Und ich glaube, wenn eine schlechte Seele zum Beispiel gerne diesen Wunsch äußert, dann ja, sagt das Triforce, okay, ich verziehe mich, ich zerbreche in viele Teile und verstreue mich. Beziehungsweise da liegt damals, schon mit einem Teil des Triforce zurückkehrt aus dem Heiligen Reich und das komplette Triforce in der anderen Welt war, zerbrach dieses Triforce und hat sich halt dann gesplittet. Also ich kann es nicht genau erklären wie, aber jedenfalls ja ist genau das jetzt wieder eingetreten, wie ihr gerade erfahren habt. Das Triforce ist wieder zersplittert. In späteren Zelda, also im künftigen Zelda, was auch das damalige Zelda ist, also Zelda 1, ist das Triforce ja auch zersplittert. Aber ich glaube, das war in diesem Fall Zelda persönlich, die das Triforce zersplittern ließ. Und diese Splitter dürfen wir jetzt suchen. Und das soll, glaube ich, habe ich erfahren, recht nervig sein. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, ob ich das hinbekomme. Aber ich denke mal schon, dass wir es hinkriegen werden, ne? Aber erstmal gehen wir die beiden Tempel besuchen. Beziehungsweise erstmal gehen wir zum Südtempel. Ich weiß gerade nicht, ob das richtig ist. Wie gesagt, es ist allein für mich nicht. Ich versuch's einfach mal. Oh, das war gerade schön, der Turm im Background. Geiles Bild. So. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was für ein Tempel im richtigen Hyrule im Süden war. Normalerweise war ja im Süden der Wassertempel Ocarina of Time und der Waldtempel. So circa weit im Westen lag dieser Wüstenkoloss, das war der Sandtempel, glaube ich. Und ja, im Osten lag der Schattentempel.
Da ganz hinten ragt was aus dem Wasser heraus. Kann es sein, dass das vielleicht diese Bergspitze ist, was der Leuenkönig, also unser Boot, gemeint hat? Ich kann, glaube ich, die Windrichtung gerade ein bisschen verstärken. Indem ich es präzise in die Richtung lenke, wo ich hin will. Der Dialog hat gerade ganz schön viel Zeit gekostet, das macht mir aber gerade nichts aus. Denn es waren sehr, sehr viel geile Informationen, die wir erfahren haben. Auch wer das ist. Es ist der König, es war die ganze Zeit der König. Und ich muss sagen, ich habe ihn ins Herz geschlossen, weil ich mag dieses Boot irgendwie. Es sieht einfach nur cool aus. Es ist sowas wie ein Freund geworden für Link, dieses Boot. Und es wäre sehr schade, wenn ich dieses Boot wieder zurückverwandelt. Na gut, ich meine, früher oder später gelangt es sowieso zu seiner alten Gestalt zurück, aber ich meine, schade wäre es trotzdem. Ja, ich gebe offen zu, dass ich dieses Boot gerne mag. Wenn es bloß ein Boot ist. Und ich glaube, da hinten in der Ferne ist schon der Berg. Ich werde hier mal kurz anhalten und gucken, was sich hier dann so verbirgt. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Das sieht ja auch komisch aus. Abgeschlossen. Komme ich hier rein? Oder komme ich hier nicht rein? Oh, Link, was machst du denn? Was ist das denn hier? Das ist doch... Das ist eine Feenquelle. Oh, das ist eine schöne Fee. Junge, der du die Winde erweckst. Ich möchte einen kleinen Beitrag dazu leisten, deine Quest zu erleichtern. Okay, was passiert jetzt? Oh yeah, mehr Bomben! Das ist ja geil! Die Feen dieser Quelle werden gerne all deine Wunden heilen. Sollst du erschöpft vom Kampf sein, statten wir Besuch ab. Der klassische Feenspruch. Das war ja geil! Habe ich jetzt eher durch Zufall gefunden. Boah, danke! Danke, 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 Fee! Vielen Dank. Geil, dass ich das gefunden habe. Oh, das freut mich. Das freut mich wirklich. Und ich habe immer noch meine Fee. Das heißt, ich bin noch gar nicht mal gestorben bisher. Wie gesagt, Leute, es ist immer noch blind für mich. Das war jetzt gerade eher durch Zufall entdeckt, weil ich habe gerade die Insel gesehen und dachte ich, oh, das ist bestimmt so eine Art Psychotroph und ja, hat sich gelohnt. So, jetzt aber zum Berg. Gipfel. Okay, wir nähern uns langsam dem Ziel. Kann es vielleicht sein, dass... Ich glaube, dass da vorne ist unser Ziel. Jo, was kann ich noch sagen, während wir zum Ziel segeln? So nach Wind Waker kann ich jetzt schon mal sagen, wo Triad Princess mein nächstes Angriffsziel sein. Und nach Twilight Princess habe ich, wenn es klappt, Skyward Sword geplant von Zelda.
mein erstes Wii-Zelda, aber ich glaube, dieses Zelda werde ich, ja, ich werde es mir nicht nehmen lassen, dass ich das schon vorher durchspiele, weil ich hatte mich lange auf dieses Spiel gefreut. Ich werde es ein bisschen anschauen. Wind Waker ist halt ausnahmsweise mal ein Blind-Projekt. Und Twilight Princess, ja, das habe ich schon seit langem durch. Ich kenne das Spiel bereits. Es ist auch sehr lang. Es wird ein sehr, sehr langes Projekt werden, kann ich schon sagen. Und ich glaube, wir sind am Ziel. Ist auf jeden Fall ein Berggipfel. Ist das überhaupt schon der richtige Tempel, wo ich hier gerade bin, oder ist hier gerade der falsche? Wir werden es gleich sehen. Gehen wir mal an Land. In den Tempel, in dem sich die Weise befindet, gelangst du nichts ohne weiteres hinein. In solchen Fällen solltest du die Meeresbewohner der jeweiligen Region um Auskunft bitten. Okay, ich sehe schon, hier zum Beispiel kommen wir nicht ohne weiteres hinein. Ist zu schwer für uns. Da werden wir wohl die Hilfe der örtlichen Bevölkerung in Anspruch nehmen müssen. Gut, Leute, aber ich würde sagen, das war's für diesen Part von Let's Play Legend of Zelda The Wind Waker. Im nächsten Part werden wir uns mal ein bisschen diesen Felsen kannst du bedingen, wenn die Kraft weder hochheben noch zerstören. Die Kraft, die dir dies aber ermöglicht, verbirgt dich zweifelsohne irgendwo auf See. Du musst sie nur finden. Na, okay, gut. Ja, bis zum nächsten Part, Leute. Tschüss.